Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal bin ich mit dem Ton wieder eine typischere Mühle. Die beschlagene Linse wird gleich besser. Am Anfang habe ich es nicht gemerkt. Und wie gesagt, die ersten Sequenzen sind leider mit leicht beschlagener Linse. Zu Beginn habe ich erstmal die beiden Kameras aufgebaut. In der Zeit konnte Toni und auch der Nachbar zu meiner Rechten schon ordentlich Forellen fangen. Zu Beginn waren die Forellen relativ leicht zu überlisten. Toni angelte teilweise nur mit der stehenden Pose, mit Bienenmaat und Teig. Oder schleppte mit der zweiten und bekam teilweise direkt oder spätestens nach einigen Kurbelumdrehungen die ersten Bisse. Die passive Route fischte ich auf Grund, 40 cm auftreibend mit Bienenmade-Teilkombi. Wenn die Dicken genauso beißen, haben wir gleich Spaß. Die nächste Forelle biss wieder beim Toni auf der stehenden Montage. Jetzt habe ich auch meinen ersten Biss auf Grund. Die Forelle hat ordentlich Schnur genommen und konnte so direkt durch den leichten Anhieb den Fisch drillen. Scheiße. Der erste Biss auf die aktive Route, auf die Spoon-Route, Köder war ein schwarz-orangener Spoon. Thank you.
ordentliche Schneider, so. Mit dem ich 3 Stück versemmelt habe. Gar nicht. Jetzt könnte ich kein Angeln mehr. Reicht. Die nächste Forelle bis dann wieder auf Grund. Und die kleinen Kilolachse, sagen wir Kilo bis 1,3 Kilo, hatten wirklich ordentlich Dampf unter der Haube. Das
musste da mal gerade aufpassen. Nee, ich hab hier gerade hier aufgespart. Immer so, ne? Verloren. Oh. Also, Bilch hat verloren. Bilch hat verloren. Bilch hat verloren. Weil die Michelin anzieht, ja, da bist du sogar angeschossen. Hast du noch angeworfen? Ich hab eine halbe Stunde Kamera aufgebaut. Da waren die ersten 50 sogar schon raus. Gefühlt. Ja, so nicht. Ich bin so schnell am Anfang. Ja, ich finde, da lebst du so. Nein, ich guck den nur auf. Und dann kann ich den Kreis jetzt nicht. Ich habe noch die kleinen Vorsprung gelassen. Den großen fang ich gleich. Ich habe eine Dicke. Ja? Ich habe eine Dicke dran. Ja. Guck mal, rechne eine Grundrote bitte schnell rein. Ja, ja. Das ist eine Dicke. Ja, ja, genau. Ja, das ist ein Freund. Ich komme dir her. Pass auf, ich bin dir sehr spannend. Nicht wirklich. Das dauert ja noch ein bisschen. Ja, so weit jetzt. Ja, das können wir auch noch eine Fisch fangen. Ne? Siehst du, Rüber, da ist die Rüberziehung. Ja, gute Insel. Ja, muss ich nicht. Also wenig bis 4 Uhr hast du Zeit, ne? Das ist mir egal. Ja, der Maler mögt. Ja, ja. Also dicke, eine richtig große. Guck mal, ich bin jetzt am anderen Ufer vorbei. Ja. Wenn der Ball rausgeschüttet, ich bin noch von der anderen Seite. Wir haben Zeit.
Halm durften wir auch, wir haben ein paar Forellen in die Pfanne. Das Wackeln der Kamera kam durch eine Meise, die meinte, sie müsste meine Kamera attackieren. Warum bist du im Kantholz? Links. Hast du die Flirte gespielt? Naja, 006. Ja, nee. Das ist nicht so viel gesagt, da mach ich langsam. Da ist das Filiat für Nadine. Kannst du sagen, ja. Super Toni! Danke dir! Petri Heil! Das ist der Mann U-Boot, schau, schau, schau! Eine dicke Mutti! Jen? Ja! Habe ich schon ein Foto gemacht? Hey! Ja. Machen wir das noch parat? So, suchen wir wieder eine! Tut mir auch leid für euch! Aber Landkreise rausgeholt! Aber du verschämt bist du nicht, ne? Nee, warum? Mann, wo der sitzt. Boah. Ist schon raus. Super. Super Teil. Ja. Aber ich muss mein Handy holen. Oh, die hat 7 Kilo. Ich hab dich mal. Ja. 7 Kilo wird die haben. Gute. André. Das war ein super Fang. Bin ich mehr wie zufrieden. Ein kleiner, ein großer. Auf jeden Fall. Mal gucken, was er kann. Ich schätze mal 6,5 bis 7 hat sie. Sag mal 6,8. Genau 6,5. Oh. Ja. Für den Fisch hält es sich ja gelohnt. Hä? Für den Fisch hält es sich ja gelohnt. Ah, dicke. An dem Tag hatte ich auch meine neue Preston Reaper-Route dabei.
Und ich fischte hier einen Durchlaufblinker in schwarz-grün mit 4,5 Gramm. Die Route macht wirklich Spaß, hat eine gute Aktion. Der Biss war hammerhart in der Route zu spüren und wirklich ein Top-Gerät. Ja, kommst du weiter mit, ne? Hat funktioniert. Den nächsten Biss bekam Toni wieder auf seine stille Route. Ich glaube, die war sogar auf Grund mit einem Spiro schnell sinkend und auftreibendem Powerbait. Natürlich, kann ich meckern.
zu heben. Ich meine, das ist auch schon mal so. Was ist das? 5, 6 Kilo dran? Ich hab's jetzt eingetragen. Oh, was? Achso. Welche Kämpfer hier? Ist doch kleine, ja, 1,2, 1,3 Kilo, ist eine kleine. Kleine Lachs. Hast du die auch so im Wasser gehabt? Ja, so auf dem Boden gelehnt, absolut zu empfehlen, die Wildschweinbratwurst beim Achim, wirklich top. Der Höhepunkt des Tages war dann noch der Drill einer 5,7 Kilo Forelle auf der gegenüberliegenden Seite. Sie nahm einen Buffhorn in hellbeige. Der Nachbar zur rechten von mir, so gesehen auf dem Bild jetzt, war auch gerade eine Großforelle am Drillen. Und meine versuchte immer parallel in die andere Reihen zu schwimmen. Mit viel Glück und ein bisschen Geschick konnten wir es vermeiden, dass die beiden Fische die Schnüre kreuzen und sich so mit verheddern.
Julian konnte dann seine Großforelle nach einigen Fluchten sicher landen. Meine Forelle hat nichts Besseres zu tun, wie rechts in den Busch reinzuschwimmen. Unter Wasser waren ein, zwei Wurzeln. Und ja, es kam, wie es kam. Ich konnte die Forelle nicht mehr zurückdrillen, da sie wirklich einmal komplett in den Knick unter dem Busch reingeschwommen ist und dann parallel am Ufer rechts vorbeigeschwommen ist. Ende vom Lied war, dass die Forelle unter dem Wurzel festsaß und nicht mehr vor und nicht mehr zurück wollte. Die letzte Möglichkeit, um den Fisch noch landen zu können, war es dann, selbst hineinzugehen. Zuerst probierte ich es mit dem Kescher unter der Wurzel, den Fisch von unten anzuheben, um ihn eventuell so landen zu können. Nach mehrmaligen Versuchen, mit dem Kescher den Fisch doch noch landen zu können, gab ich diesen auf und probierte es dann wieder über Schnurkontakt den Fisch zu erreichen. Bei der Kontaktaufnahme über die Schnur zu dem Fisch riss diese auch noch und ich hatte Glück im Unglück, der Fisch trieb dadurch nach oben und ich konnte ihn direkt mit beiden Händen noch in den Kiemen greifen. Hat sich doch noch gelohnt, für den Fisch sich die Nüsse abzufrieren. So was hat schon keiner gemacht. Ich glaub nicht, ne? Da wäre heute keiner rein hier. Kannst du den Fisch nicht abreißen, bist du Jack? Ja, der war richtig am Arsch, ne? Der war platt. Der ist in dem Moment abgerissen, da habe ich gerade noch die Hand dran gekriegt. Ja. Da soll ja mal Gruppenfoto machen. Ja, die holen wir alle nach vorne, legen schön hin. Ja. Da sind noch nicht die Jungs da hinten, ne? Die sind alle nett. Ja. Wir können die Woche hin auch so. Ja, das ist so krank. Hm? Das ist so krank, aber. Ja, wird langsam warm, bis die Thermohose direkt warm. Das sind ein paar ordentliche, ne? Meiner war 7,2. 7,2, mhm. Ich bin ja doch so 6 meine haben, 5, 5, 8 oder 6 im Dreh. War ein richtig geiler Tag. Wir sehen, jetzt fahren wir nach Dänemark, ne? Jo, für die Dinger. Hat der Achim dir einen Tipp vielleicht da gelassen? Ja, ne? Jawohl!
Ne, ich bin echt nur halb froh, dass ich ihn rausgeschleppt habe. Zum Abendbrot gab es dann direkt frischen Lachs-Sashimi. Von den Schrauben, Gummi. Ja. Auf dem Gasrohr. Die ganz, ganz viel Schrauben, hell Haut haben. Ja, ja. Die habe ich in die Mühle geworfen, da habe ich die kleine gezangen. Ja. Hab dann die Schrammer gedreht, auf einmal schoss ich sie unten kann sie hoch. Ne? Dann habe ich die stehen lassen und die Bam ging da, ist so draufgeknallt. Ja, die hier mit dem kleinen Netz. Ne? Ja. Aber wenn du sie nicht siehst, die hängen da drunter. Packen wir alles schön weg. Ja, die Dame ist angerutscht, sondern die Jogginghilfen da drunter. Was ist das denn? Ja, bevor man erfahren sieht, ist meine Klamotten komplett aus. Ich habe noch ein Jogginghilfen drunter. Mhm. Das war wieder mal ein super genialer Angeltag in der Wieperschratter Mühle mit tollen Fischen. Wir haben ordentlich gefangen. Es ist auch immer wieder schön, neue Leute kennenzulernen, wie jetzt den Tim und den Schulen auf der anderen Seite. Wir sind das nächste Mal am 8.12. wieder da zum Lachsforellenangeln und bis dahin habt ihr Spaß am Wasser und macht es gut.